Wunderschönen guten Tag, liebe PlayStation-Freunde, und willkommen zur Vorstellung des zweiten PlayStation 4-Titels für das PlayStation Plus-Angebot im Februar 2018. Wieder für PlayStation Experience, das PlayStation 4-Magazin. Ihr wisst Bescheid, unten in der Beschreibung sind sämtliche Links zum Magazin. Und wir nehmen uns jetzt Knack vor, oder Knack, wie es auch im Spiel genannt wird. Knack, das ist der kleine Kumpel hier, der hier gerade wild durch die Gegend rennt. Die meisten werden Knack wahrscheinlich kennen, war ja einer der Release-Titel zu Veröffentlichung der PlayStation 4. Und ich muss gestehen, er hat mich damals kein bisschen gereizt. Überhaupt nicht. Wahrscheinlich, weil ich auch überhaupt nicht die angestrebte Zielgruppe bin. Und von daher wundert es mich fast gar nicht, dass mich das Spiel weder damals noch heute noch so richtig überzeugt. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Ich finde dieses Spiel schrecklich durchschnittlich. Es ist ganz nett. Ja, okay, das kann man nicht leugnen. Aber so ein richtiger Bringer ist es auch nicht. Also es zieht mich wirklich nicht vom Teller, muss ich sagen. Also. Und das kann jetzt an vielen Sachen liegen. Vielleicht, weil das Spielprinzip hier einfach zu 0815 ist. Im Grunde ist es nichts anderes als, ja, so ein Jump'n'Run-Brawler. Ne? Man hat Jump'n'Run-Elemente und kloppt sich zwar nicht durch Gegnerhorden, aber man kloppt im Grunde bloß auf irgendwelchen Gegnern rum. Und das war's. Gelegentlich hat man so kleine Geschicklichkeitsbereiche, wo dann mal rutschiger Boden ist oder sowas. Aber das war's dann auch schon. Und das ist einfach schrecklich unspektakulär. Und einfach wirklich nichts Neues. Wobei ich... Sie wollen wirklich niemanden in ihrem Dorf. Wobei ich glaube, dass Knack damals auch gar nicht vorhatte, irgendwie besonders neu zu sein. Denn ich glaube, das ist so für mich ziemlich deutlich, dass Knack darauf ausgelegt war oder deswegen ja am Anfang so ein bisschen interessanter gemacht wurde, weil es im Grunde zeigen sollte, wie viele Elemente gleichzeitig die PlayStation 4 denn darstellen kann. Denn ihr seht, unser kleiner Roboterkumpel, das besteht aus vielen, vielen kleinen Einzelteilen. Und das war, glaube ich, so ein bisschen das Ziel der Macher. Zu zeigen, wie viel doch die PlayStation an Einzelelementen darstellen kann. Ne? Spielerisch ist das hier maximal durchschnittlich. Was übrigens, nach dem, was ich so in den Tests gelesen habe, denn ich habe es selbst nicht getestet und auch nicht gespielt, bei Knack 2 nicht anders sein soll. Also das ist so wie es aussieht, nicht wesentlich besser als der erste Teil. Aber, wie gesagt, ich bin wahrscheinlich sowieso nicht die Zielgruppe, von daher empfehle ich... Ach du Scheiße. Von daher empfehle ich euch sowieso... Guckt es euch lieber selber an. Ist die sicherste Variante, um rauszufinden, ob das Spiel was für euch ist oder nicht. Ja. Und da hat es uns gerade dahin gerafft. Ach toll, jetzt muss ich hier nochmal durch. So, jetzt weiß ich aber wenigstens, dass ich nicht auf diese blöden Dinge... Ah! Das hatte ich jetzt total vergessen, dass da eine Falle war. Okay, diesmal habe ich sie nicht vergessen. So, und hier gucken, dass ich jetzt nicht auf die Schalter aufhüppe. Hier ist auch nochmal eine Falle gewesen. So. So, ich kann euch aber trotzdem mal nebenbei mal zeigen, was man hier noch so Tolles machen kann. Mann... kann nämlich zum Bleistift, wie ihr gerade gesehen habt, auch schießen, mehr oder weniger. Ach scheiße, das habe ich nicht genug Energie. Für das Schießen braucht man nämlich diese gelbe Kristallenergie oder was das auch immer darstellen soll.
Okay. Machen wir hier auf das Brett. So, in diesen Dingern sind immer sogenannte Relikte drin. Das sind die Teile, aus denen wir zusammengebaut sind. Zur Story-Sache jetzt nichts weiter. Die dürft ihr selbst erleben. Warte hier. Oh, du kleine Ratte. So, und die gelbe Energie, die laden wir halt immer auf, wenn wir diese gelben Kristalle kaputt hauen. Und damit können wir dann ein paar Spezialaktionen machen. Wir können zum Beispiel so eine Bodenwelle auslösen oder auch schießen oder eben auch so eine Art Wirbelsturm erzeugen, mit dem wir uns dann durch die Gegnerhorden durchwuseln können. So, mit dem rechten Stick können wir so eine Ausweichbewegung machen. Die können wir auch nutzen, um an den Gegner ranzustürmen und ihn zu überraschen. Alter, du kleine Made. So, also ihr seht, sehr viel hält man nicht aus. Und das hier ist noch der leichte Schwierigkeitsgrad. So. Ey. Ey, sag mal. Oh, ich hasse das. Und das ist halt auch so ein Grund, warum ich solche Spiele eigentlich gar nicht mag. Ich muss hier auch sagen, das Gameplay ist nicht optimal. Es ist manchmal ein bisschen... Ja, ihr seht es, es ist manchmal ein bisschen unfair. Ihr habt es gerade gesehen. Muss man leider so sagen, wie es ist. Es ist an vielen Stellen ein wenig unfair, weil die Reichweite einfach... Vor allen Dingen, wenn ihr noch relativ klein seid... so niedrig ist. Was hat mich denn jetzt getroffen? Ich habe keine Ahnung. Ja, obwohl unfair vielleicht auch ein bisschen übertrieben ist. Sagen wir mal so, es ist nicht optimal gelöst. Das trifft es vielleicht am besten. Hier. Da. Und schon wieder so eine Situation, wo du einfach auch bloß... vom Spiel so ein kleines bisschen in Nachteil gedrängt wirst. Und schon habe ich kaum noch Energie. Ich weiß nicht, ob man es mir anmerkt, aber ich mag dieses Spiel nicht. Da, und das ist fürchterlich. Man merkt es mir wahrscheinlich gerade an. Ich kann dieses Spiel echt nicht leiden. Und, das liegt jetzt nicht mal daran, dass es irgendwie... dass es irgendwie schlecht aussehen würde, so schlecht sieht es eigentlich gar nicht aus. Ich finde es halt spielerisch einfach nur... zum einen so durchschnittlich und vom Gameplay an einigen Stellen tatsächlich so wahnsinnig dumm gelöst und teilweise etwas selbst für einen leichten Schwierigkeitsgrad, ein wenig unfair und... endlich geschafft. Und es ist halt einfach... Ich mag es nicht, das Spiel. Ne, ich spiele es jetzt hier tatsächlich für euch auch bloß, damit ihr es mal gesehen habt. Ne, damit ihr seht, was in diesem Monat vor euch zur Verfügung steht. Und ganz ohne Panzerwachen. Ja, aber da sind ganz schön viele Kobolde. Und die sehen tough aus. Also, ich dachte mir, die zerbrochenen Eiszapfen da. Ob du dich statt mit Relikten auch damit aufmotzen kannst? Die Größe stimmt in etwa. Der Doktor sagt, dass das nicht möglich ist.
Die arkanen Energien deiner Brustkugel interagieren nur mit dem äußerst dichten Material der Relikte. Das sagt der Doktor. Tja, ich sage, versuch's mal. Was soll schon passieren? Siehst du? Nichts passiert. Der bewegt sich. Echt jetzt? Okay. Cool. Ich krieg Gänsehaut. Ich suche noch mehr. Und schon sehen wir aus wie ihr Vater Frost. Hast du denn noch Kobolde auf? Ja, also ihr habt es gerade gehört auch. Viel Glück. Die Stimme verändert sich auch. Je nachdem, wie groß ihr seid, sprich wie viele Relikte oder eben jetzt Eiszapfen ihr sammelt, verändert ihr eure Größe. Damit natürlich auch eure Angriffskraft und eure Ausdauer. Aber eben auch eure Stimme ändert sich so ein bisschen. Uiuiui. Oh Gott, oh Gott. Ah, jetzt kann ich hier auch drüber laufen. Doch nicht. Mir war eben so, als ob ich nicht wegrutsche, wenn ich darüber laufe. Alter, was seid ihr denn für welche? Okay, das musste jetzt sein, sonst hätten die mich nämlich gerade komplett glatt gemacht. So. So, jetzt müsste ich doch langsam genug Eiszapfen haben hier. Scheiße, jetzt muss ich gegen die im Nahkampf kämpfen. So, man kann auch aus der Luft angreifen. Einmal im Sprung Viereck drücken und dann springt er mit so einem Sprungrollangriff, was auch immer, auf den Gegner. Es kann manchmal helfen, aber halt auch nicht immer. So, hier war es jetzt ganz praktisch. So, und da sehe ich nämlich gerade was. Das würde ich euch auch mal eben zeigen. Diese Wand hier sieht nämlich ein wenig verdächtig aus. Dahinter findet ihr oft solche Truhen. Und da sind dann irgendwelche Sammelgegenstände drin. Mitunter bekommt ihr auch Teile von Geräten. Und wenn ihr davon alle Teile zusammen habt, könnt ihr zum Beispiel irgendwelche neuen Funktionen freischalten. Zum Beispiel auch so eine Art Reliktradar, der euch dann Relikte anzeigt. In welcher Form, weiß ich auch nicht. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht ganz fertig. Aber ihr könnt dann dadurch euch so ein bisschen verbessern und zusätzliche Fähigkeiten bekommen. Jetzt mal. So, da ist er hin. So, hier geht's nicht durch, ne? Nein. Das hätte fast geklappt gerade. Okay. So, also wenn ihr so groß seid, dann ist es tatsächlich relativ simpel. Weil ihr dann natürlich auch mehr Schaden am Gegner verursacht. Aber wenn ihr als so kleiner Wicht darum lauft, dann ist es mitunter ein wenig... Ja, dann ist das, was ich meine, so fast ein kleines bisschen unfair. Weil eure Reichweite so niedrig ist und ihr halt wirklich so gut wie nichts aushaltet. So.
Das Einsammeln dieser Relikte und Eiszapfen lädt natürlich auch immer eure Lebensenergie so ein bisschen auf. Autsch, siehst du, das habe ich nicht aufgepasst. Wir brauchen dann schon zwei. So. Da ist auch nochmal eine Wand. Die sind manchmal nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Also die sehen nicht immer so eindeutig aus, wie hier jetzt gerade in diesen Fällen, die ich euch jetzt hier gerade zeige. Und das hier ist zum Beispiel ein Teil für ein Gerät. Knack kann doppelt so viel Sonnensteinenergie sammeln und mächtigere Supermoves entfesseln. Wenn ihr also alle fünf davon zusammen habt, also alle fünf Teile von dem Gerät, bekommt ihr den gerade eben dort angezeigten Bonus. Oder die Verbesserung, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Erst muss der hier weg. So. Gucken, was jetzt noch kommt. Ich meine, ganz cool aussehen tut er ja schon, aber... Aber das reicht halt nicht, um... Oh, da kommen ja noch mehr. Das war gerade der Ausweichmove. Und das war der letzte. Dann geht es nämlich immer in die Zeitlupe, wenn der letzte Gegner im Gebiet erledigt wird. Also jetzt nicht im Gesamtgebiet, aber sondern so in einem kleinen Teil des Gebiets. So. Oder auch nicht. Na gut, das war ja ein kleiner Teil des Gebiets. So, ein bisschen Sonnensteinenergie sammeln, das kann nicht schaden. Wenn wir dann mal eine von diesen Fähigkeiten brauchen. Uah. So. Also es ist wie gesagt, sobald ihr so groß seid, also voll ausgewachsen, ist es total leicht. Seid ihr so klein, seid ihr teilweise so im Nachteil. Ein ganz neuer Look für mich. Gefällt's dir? Du siehst richtig krass aus. Das fühlt sich auch krass an. Aber ich muss schnell machen, wenn ich draußen bin. Ich schätze, ich habe nur eine Minute, dann schmilzt mich die Sonne auf Normalgröße. Na, eine Minute reicht vielleicht. Siehst du die Querbalken da am Tor? Aha. Der Mechanismus, der sie steuert. Mhm. Das sind die Ziele. Kapiert. So, aber das dürft ihr selber machen. Ich wollte euch ja, wie gesagt, nur mal so die ersten paar Minuten, einen kurzen Abschnitt des Spiels zeigen. Wie gesagt... Ich muss sagen, ich mag das Spiel nicht. Es gefällt mir einfach nicht. Ich bin wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe. Von daher verlasst euch hier jetzt nicht auf meine Bewertung, sondern guckt es euch selber an, wenn ihr neugierig seid. Das ist jetzt einfach nur so meine persönliche Meinung zu diesem Spiel. Ansonsten, wie gesagt, guckt es euch am besten selber an. Das sage ich bei solchen Spielen, die mir persönlich nicht gefallen, immer. Denn da müsst ihr euch selbst ein Bild von machen. Damit soll es das gewesen sein. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag, einen schönen guten Abend und eine gute Nacht. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, ich verabscheue mich.